bin auf ich jeden Fall einen Zigzagoon. Nice. Ja, das habe ich auch. Nee, ich habe sogar einen Geradax, glaube ich. Geradax. Und ich habe Kyle Wieso. Also irgendjemand kriegt von mir die Balls, wenn er in Höhen sich in Zigzags fängt. War das gerade eine sexuelle... Nein. Ich hab damit gemeint, ein Hyperball. Ah. Natürlich. Mhm. An was hast du wieder gedacht? Zwinker. Ein Hyperball. Zwinker. Ach komm, jetzt fängst du aber damit an. Mit was? Ich glaub dir vollkommen, Zwinker. Ja. Also. Zwinker. Oh, komm schon, ein fucking Feueregel kriegst du kaputt, Sneasel. Ich glaube an dich, du hast dick. Rein theoretisch könntest du aber auch Sneeble spielen, einfach nur so, anstatt jetzt auf dem Sneebunner zu warten. Hä? Bei Sneeble kann man auch so spielen. Ja, aber ich werde Sneeble auch noch nicht so schnell entwickeln, weil ich viel mehr XP bekomme. Mein höchstes Pokémon ist Vulpix mit Level 64. Bis nice. Danach ist dann Slowpoke mit 61, weil Vulpix levelt so schnell. Ich sehe gerade, ich habe in meiner Box ein Shiny Anton. Super. So. Schön für dich. Ja, ich weiß, das ist definitiv eine schöne Angelegenheit, ja. Definitiv schön. Ich hatte sogar Venus Liebes. Venus Liebes? Das Teil habe ich noch nie ernst genommen. Ach komm, das ist doch Geschiss. Liebe! Tot. Als wenn. Wieso? Was ist los schon? Was ist denn los schon? Es ist nicht einfach, ein Sneasel zu trainieren bei Feuer-Pokémon. Das hätte ich dir auch vorher sagen können, ja. Ja, aber ich habe gehofft, dass es das Quilava auch noch one-hittet wie das Feuerigel. Aber nein. Vielleicht hat insgeheim Evoliten getragen. Das hat insgeheim mich voll fertig gemacht. Das ist nicht schwer. Das ist sehr schwer. Boah, jetzt kommt noch ein Typhlosion. Oh. Ich finde den englischen Namen viel cooler als Tornupto. Ja, es gibt so viele englische Namen, die hören sich einfach cooler an. Ja, es gibt auch englische Namen, die hören sich nicht so cool an wie die deutschen. Zum Beispiel... Ja. Rettern. Besser als Ekans. Oder... Ja. Ja. Zum Beispiel Abra. Besser als Abra. Okay. Na. Okay. Ja. Das willst du mich jetzt fertig machen? Ich doch nicht, nee. Also. Wann entwickelt sich nochmal Dragonier? Weiß das einer? 35? 54. 36. Okay, 54. La 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 la. Das ist das einzigste Asset, der an dem Pokédex steht hier nicht. Wie jetzt? Was für ein Schimmeldex? Das steht da nicht. Echt nicht, das ist ja schlimm. Aber der ist voll cool. Ja, an sich, das ist mit eines der besten Pokédexe, die ich bis jetzt gesehen habe. Ja, schon. Ein High-Tier-Pokédex. Nicht so wie der im Anime, der Pokédex. Ja, der kann reden. Der einzigste Pokédex, den ich bis jetzt wirklich am schlechtesten fand, war der aus der allerersten Staffel. Raupi. Also der ist halt im Anime jetzt halt der. Egal. Nein, ich hab grad nur... Keine Ahnung. Ich frage mich aber wirklich, ob in der Pokémon-Liga, also in der... Ja doch, in der Pokémon-Liga, ob die neuen Arena-Leiter, die man damals in Johto bekämpft hat, auch in dem Spiel drin sind. Weil normalerweise... Stimmt, eigentlich müsste... Ja doch, das könnte ich mir ganz gut vorstellen, weil man hat ja in Kanto gegen Sabrina gekämpft und nicht gegen Koga. Ich weiß es nicht. Boah, ja. Ivysaur! Zum Glück habe ich keine Eisattacke mit meinem Sneasel. Was hast du denn auf deinem Sneasel? Metal Claw, Slash, Faint Attack und Dick. Ich habe Icy Wind weggemacht, weil es eh nur speziell. Warte mal, ich schau mal ganz kurz, ob Sneasel vielleicht eventuell irgendwas Physisches kann, dass du zu meinen Attacken erlernen gehen kannst. Warte. Ach nee. Okay, die einzige physische Eisattacke, die ist Teil von selbst erlernt, ist auf Level 47 und das ist Eisschad. Da ist es besser als gar nichts. Ja, hast du eine Prio? Ja, richtig. Dann bin ich schneller als alle! Alle! Das ist ja nicht so, als wäre Sneebunner sowieso eine schon der schnellsten Pokémon.
Aber es ist ja kein Schneebuna, es ist ja ein Schneesel. Ist trotzdem schnell. Schneesel. Schneesel. Level 4 Raupi. Oh, beste. Ja. Was ich fand's ja. Ich würde mir eigentlich mal ein Gyarados fangen, ne, was auf Level 60 war, ne. Mhm. Hauptsache, das Teil wollte nicht in den Ball drinnen bleiben, aber Dragonier schon. Beim allerersten Ball. Hacker. Habe ich mich leicht verarscht gefühlt. Ich würde mich auch verarscht fühlen, wenn nicht du wär. Jodel, 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 jodel. Das hat der Typ da gerade gesagt. Heika Mike hat jodel, jodel, jodel geschrien. So, jetzt Marci. Ja? Wie geht's bei dir so voran? Bist du voll am Gewinn, oder? Ich trainiere gerade. Okay, das mache ich auch. Dann sind wir ja beide gerade nicht dabei, vorwärts zu kommen. Ich kann auch nicht vorwärts kommen. Ich muss Geld farmen. Wieder eine sehr interessante Folge. Ja gut, bei uns, ja, was sollen wir großartig sonst anders machen? Wirklich? Ja, es ist halt, es ist hier wirklich wie ein MMORPG einfach. Es ist ja auch eins, darum. Ja. Es ist nicht immer unbedingt super Storyblatt, links, aber ich finde, die haben das hier relativ gut gemacht. Mit ihrer eigenen Story und so. Ja, auch wenn das mit Team Rocket, das in Ducatia City mit Team Rocket fand ich ein bisschen ätzend. Ducatia, wo ist das? In Johto? Jo. Du meinst das, wo alle rumgeheult haben und ich das beim zweiten Mal geschafft habe, weil es so unglaublich einfach war? Das ist das, wo du warst. Das ist da, wo man ein Smetbo braucht. Ach so, das war kacke, ja. Da hast du recht. Weil, ich sag mal so, du kommst nicht, jeder Spiel will jetzt unbedingt ein Smetbo haben. Weißt du, was ich mich frag? Warum die Leute bei mir zu Hause gerade überlegen, alle möglichen Möbel irgendwie rumzuwerfen und sowas, das hört man bestimmt, oder? Nö. Nicht? Also ich hör's nicht. Ich hör's selbst durch meine Kopfhörer durch. Wahrscheinlich hast du dein Mikro, deine Empfindlichkeit ein bisschen zu hoch gestellt oder so, keine Ahnung. Hä? Du meinst, wenn dann zu niedrig? Ja, meine ich ja. Egal, ja. Was wolltest du sagen? Ich hab mich abgelenkt. Gar nichts eigentlich. Warum kann man eigentlich nicht in diese Incognito-Dingens da? Das ist irgendwie blöd. Weil Incognito stinkt. Aber ich hab den alten Maniac gefunden. Ja. Den habe ich zwar schon länger. Stimmt ja, ich muss in die eine Höhle gehen, Richtung Magonia City. Weil da kann man relativ gut Schaufel erzeugen. So, neben dem Pokémon Center. Also so wie Nugget und sowas. Sein. Was? Egal. Wen meinst du? Ja. Hier kann man noch richtig gut Citrusberry farmen. Schau, wer redest du mit dir selbst? Ja, nein. Ich wollte gerade nur was sagen und dann haben sich die Wörter in meinem Mund wieder so zusammengedreht und dann ist da was ganz Komisches rausgekommen und dann habe ich einfach spontan mitgemacht mit den Wörtern. Achso. Weil habt ihr euch mittlerweile eigentlich schon Schaufler geholt oder noch nicht? Ich habe Schaufler ewig schon. Sehr gut. Ich habe auch Schaufler. Aber mein Pokémon kann mich nicht leiden. Oh nee. Ist so. Mein Beileid. Ist echt so. Not Search. So heißt der Typ. Was ist so beim iPad rein? Theoretisch könnte jetzt Terminas eventuell doch ein Zetraking jetzt mal mit ins Team mitnehmen, weil er hat ja damals nur so einen Seemon gehabt. Ja. Was ich damals gefangen habe, was? Oh, doch nicht. Oh, ich hab's gewonnen. Nein, egal. Passt. Ja, red weiter. Ach, nö. Nein. Das genauso habe ich auch gedacht. Boah, Doppel-Level ab. Nein, mir geht's jetzt gerade nicht um Pokémon, sondern eher um meinen Hund, weil der sich fast auf meine Tastatur aufgepackt hätte. Dein Hund ist super. Der macht komische Geräusche. Der macht dich kaputt beim Let's Play. Ja, das stimmt allerdings. Und wenn er furzt, dann wirst du wahrscheinlich 100 Jahre lang nicht mehr atmen können. Und er nie wieder riechen kann. Richtig. Darüber reden wir jetzt am besten nicht. Wieso? Aber ich kämpfe jetzt gegen Glatzenmann Karl. Oh, ich hoffe, wir kommen in Sinnoh und Evoli. Oh. Es sind nur auch, weil dann kann ich mir endlich einen Glaciola machen, aber. Ja. Ich will auch ein Evoli, ich will allgemein Evoli. Warum gibt es hier nicht eins? Was mir so bei mir einfällt, ich könnte in Kanto rein theoretisch einen Evoli fangen. Oder? Doch. Oder man kann doch in Kanto einen Evoli fangen. Aber selten, Dann könnte ich die rein. Ja, gut, ich habe momentan eh nichts besseres. Ja, aber jetzt ist schon zu spät, weil. Oder ist es schon zu spät? Nein, es ist schon zu spät. Ich habe einen Slowbro und
Dieses Thumbnail, da ist ein Psyana drauf. Warte mal. Safari Air. Ey, wie geil, wir können uns in Höhen sogar noch einen Evoli fangen. Ja, mit Membership oder ohne? Ohne, in der Safari-Zone. Warte mal, warum hau ich Erdbeben die ganze Zeit daneben bei Electrode? Hattest du Levitate? Warte, das war welches Pokémon nochmal? Elektroball. Hat das Magnetflug? Ich weiß nicht, ich hab nicht aufgepasst, ich hab geredet. Wenn ja, dann, also wenn es Magnetflut eingesetzt hat, dann hat es keine Wirkung mehr, weil es sozusagen schweben tut. Ja, ich hau nur die ganze Zeit daneben, ich weiß nicht, ob es daran liegt. Na gut. Ist egal. Also ich schätze mal, dass es daran liegt. Hacker! Bei Erdbeben 100er Genauigkeit. Ja, aber der Gegner könnte ja auch cheaten. Ja, gut, das kann auch möglich sein. Ich muss Fenster aufmachen. Hat dein Hund gefurzt? Nein. mein Zimmer ist noch relativ warm gehalten. Okay, gerade stand Magnet Rise dran, ja. Okay. La la la. Aber was ich endlich mal hoffe, dass eventuell mal hier ein bisschen mehr Musikabwechslung ist, weil irgendwie, wir hören ja fast in jeder... Gut, es ist vielleicht ein bisschen schwerer, das zu machen, aber gehört ja fast auf jeder Area immer die gleiche Musik. Ja, die Kampfmusik ist halt immer gleich. Ja, also... Vor allen Dingen beim Champ hätte ich mir eventuell mal eine coolere Musik vorgestellt, wie so ein normales Trainer-Battle-Theme. Ja, allgemein mal ein bisschen mehr Abwechslung. Bisschen mehr Action hier. Action. Weil irgendwann habe ich echt keinen Bock mehr, da die ganze Zeit nur diese XY-Battle-Musik da mir anzuhören. Sorry. Alles gut. Und versuch die jetzt eben durchzukriegen. Ich habe nur die Battle-Musik nachgemacht. Was, Bernie? Oh? Wow. Was, Bernie? Was wolltest du sagen? Ich hab eigentlich gedacht, dass ich krieg ein gutes Item, dann so, warte mal, Bernie, warte mal, das ist Feuerheiler. Ach, nö. Was hast du denn gedacht? Ich weiß nicht, irgendwas Sinnvolles. Super. Oh, ich weiß nicht, irgendwas, aber nicht Bernie. Ja, was soll ich damit? Bernie? Mir fällt so bei mir ein, rein theoretisch tut nur meinem... Okay, Mama. Drei von... 6 Pokémon Burn B, okay. Stimmt, warte. Oh, Sinnoh, kann man sich so richtig geil. Könnte ich mir so ein richtig geiles Team zusammenstellen, ey. Ich mach mir jetzt schon Gedanken. Was ist Eat Power? Eat Power von was? Item? Von Attacke her. Ist eine Ground. Eat Power. Das ist Erdkräfte. Das ist speziell auf welches Pokémon? Nidoking. Spiel. Ich finde die. Was spielen wir denn jetzt gerade, du Hund? Ja, jetzt. Ach, vergiss es, weißt du was? Hä? Vergiss es. Nein, du sollst es einsetzen, hat er gesagt. Du sollst es benutzen. Das ist als Attacke, ja. Ich hab's ja jetzt auch. Gut. Oh, ich stell mir gerade so vor, wenn der Typ einen Sheer Force Life Orb Nidoking hat, ey, dann brauche ich das Spiel nicht mehr, dann brauche ich nie wieder gegen den zu kämpfen, ey. Weißt du, sorry, ich glaube, ich habe gerade gelacht und du dachtest, dass ich wegen dir lach. Es war nicht so. Passiert öfters. Aber ich lese hier gerade ein Schild und da steht dran, wünsch dir was. Es ist wahrscheinlich dein letzter Wunsch, bevor du, nachdem du den Rage Lake betretest, diesen Garados Lake da. Mhm. Ich fand den Spruch toll. Pokestop! Ja! Ja! Yeah. Aber, auf zu reden und gib mir was. Oh. Also an sich ich mache mir schon die letzte Zeit sowieso mal Gedanken so über Sinnoh. Ich weiß, wir sind noch nicht mal in Höhen fertig, aber wir fangen doch nicht mal damit an, aber ich mache mir jetzt schon über Sinnoh Gedanken. Aber ich finde einfach, in Sinnoh kannst du so ein geiles Team zusammenstellen. Jetzt runter, auf damit! Schon eine Idee, was ihr als Starter-Pokémon nehmt? Alle. In Höhen. Mudkip natürlich, ich nehme Wasserstarter auf jeden Fall, das ist mein Lieblings-Pokémon. Ich nehme Pflanzenstarter. Also nimmst du Hydropi? Ja. Ich nehme Gek-Arbor. Und Terminus? Ich schätze mal, der nimmt das gleiche, was Schonder immer nimmt. Ich will mir auch mal überlegen, ob ich nicht gegen Arbor nehme. Ja. Einfach weil das mal was anderes ist. Ich meine, ich habe ja jetzt ein Wasser-Pokémon genommen und dann Pflanzen habe ich alle durch. Ja, was dann fehlt dir eigentlich noch Feuer. Nein, Feuer habe ich doch jetzt. Ach so. Was dir so bei mir einfällt, ich müsste rein theoretisch auch mal. Ja, gut, okay. Wenn die 50 Gen draußen ist, dann nehme ich auf jeden Fall Otaru. Otaru!
Weil ich weiß nicht, in Sinnoh, ich weiß, dass Empoleon geil ist, weil ich finde Empoleon auch richtig gut, aber Panferno ist irgendwie so. Komm, weiß ich. Also, in Sinnoh nehme ich vielleicht sogar Chelterra. Ja. Weil das ist cool. Auch geiles Pokémon. Aber. Ich meine, hast du direkt erstmal einen Bodentypen mit am Start. Mhm. Und Erdbeben ist einfach voll gut hier drin. Jo. Aber vor allem, da weil du Erdbeben relativ früh bekommen kannst, beziehungsweise relativ schnell. Aber Empoleon ist halt schon ziemlich cool. Ja, das Einzige, was halt hier ein bisschen fehlt im Spiel, sind so ein paar Move-Tutoren, finde ich. Move-Tutor. Also so, es muss jetzt ja nicht unbedingt diese krassen Moves sein, aber auch ein paar gute Moves, wie zum Beispiel die Elementschläge, sage ich jetzt mal. Ja, oder halt irgendwas. Irgendwas Sinnvolles, nicht so wie andere TMs, wie Aquaknarre oder sowas. Das Beste, was gibt's Besseres? Ich kämpfe gerade gegen ein Level 49 Magikarp. Was ist über mir gerade einfällt, ich beende ganz kurz die Aufnahme und dann sehen wir uns gleich wieder. Was? Ja, ich nehme schon eine halbe Stunde auf. Oh, gut, dann nehme ich noch ein bisschen weiter auf. Weil halt. Nein, ja, weil dann kann ich es besser auseinandercutten. In 10 Minuten kann ich. Ich weiß auch nicht mal, ob ich Audacity gestartet habe, hoffentlich schon. Oh shit, Hyperbeam. Das ist die gute Vorbereitung, mein Freund. Ja, ich weiß. So, wie viele Part habe ich jetzt mittlerweile schon? Ich habe keine Ahnung mehr. Alle. Part irgendwas. Ach ja. Ich habe mittlerweile null Ahnung mehr, bei welchem Part ich überhaupt bin. Überall. Deswegen hat John mir auch gestern gezeigt, wie man das abspeichert. Richtig. Man ein bisschen mehr. Ja, ich habe mir auch einen eigenen Ordner erstellt, bloß irgendwie habe ich den mal vor Jahren, weil dadurch, dass ich alte Parts mal nicht mehr gefunden habe, die ich dann wieder gefunden habe und die nicht benannt habe und irgendwie war dann alles ganz komisch. Dann habe ich irgendwie alles vergessen. Vor allem, ich hatte relativ wo du gestern geschrieben hast, oder war das vorgestern, also du stand da, wo du deswegen Rebo gesagt hast. Ja. Weil wir das nochmal hochladen, dachte ich erst so, hat das YouTube irgendwie eine Scheiße gebaut und ich sollte den Part irgendwie, hat der irgendwie den Part hochladen oder ich sollte meinen schon hochladen? Und ich denke mir so, hä? Nein, nein. Ich hatte schon voll Schiss, also ob ich jetzt irgendwas falsch gemacht habe und dann so, oh. Nein, John hat mir auch gesagt, März irgendwie am 6. Ja. So, damit habe ich ja eigentlich auch erst gerechnet, bloß irgendwie dachte ich, habe ich jetzt da irgendwas verpasst? Weiß ich nicht. Und dann so, oh, der weiß nur nicht, wann er mir was er mir geschrieben hat. Glückwunsch. Ey, was denkst du eigentlich, was ich für ein Arsch bin? Wie? Ja, weiß ich. Ja, wäre ja gut gewesen, wenn du es mir gesagt hättest, damit ich es nicht vergessen hätte. Aber irgendwie war dann komplett was anderes und ich habe mir sonst auch Sorgen gemacht. Passt schon. So, 3, 2, 1. So. Wartet doch nicht. Okay, oh. Dann halt nicht. Ich mache ja jetzt gerade die Arena, ne? Jo. Viel Spaß. Die ist einfach. Ja, die ist einfach. Das ist eine Kampfarena. Ja, Flug-Pokémon und fertig. Oh, okay, ist. Ich brauche nur mal Nidoking. Ja, gut, okay. Kampf Kift resistet ja Kampf, also von dem her. Ich mache jetzt auch die Arena und rate mal, mit was ich leaden werde. Mit Snivel. Nein. Bullpix. Nein, ich nehme doch nur gute Pokémon. Ich nehme doch nur gute Pokémon. Rattata. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ein Ratzfatz. Oh, ich habe Sonderbonbon bekommen. Nice. So. Aber weißt du was? Ich beende jetzt vielleicht erstmal die Folge. Willst du das wirklich? Ja, ich denn auch. Ja. Ah, ich habe noch Zeit. Also, bis gleich. Bis zum nächsten mal. Tag. Genau, nein, ist ja nicht der nächste Tag. Revo kommt ja nur donnerstags und montags. Ja, ist egal, beende seine Folge, bevor ich sie noch. Boom! Weiß.